Jetzt sind schon so viele beitragende Schlussworte gesprochen worden, dass ich dem kein weiteres in der Tiefe hinzufügen will. Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen. Das eine gehört sich selbstverständlich, nämlich für die vorzügliche Diskussion, und das meine ich genauso, dann zu sagen, ich denke, alle, die hier waren, hatten die Gelegenheit, die differenzierten Standpunkte zu verstehen, nicht um ihn gut zu heißen, das ist auch nicht der Sinn der Sache in jedem Fall, aber doch zu verstehen und besser bewerten zu können und damit weiter die Diskussion mit einem wachen Geist verfolgen zu können. Ich denke, Sie haben geholfen, die sehr schwierige Materie in ihrer Verzweigtheit deutlich zu machen, wenn auch natürlich immer Dinge offen bleiben, also nicht nur, weil sie nicht gelöst sind, sondern weil sie auch schlecht verstanden wurden. Ich denke, GMO und CETA sind nicht selbstverständlich zu verstehen, aber das ist nicht das Schlimmste. Danke also für das Niveau und ich schließe mich an der schon hier eingebrachten Bemerkung, dass es richtig ist, Sie mutig zu finden, Frau Dr. Mildner und Herrn Vollbrecht, hier auch in diese Arena zu kommen, die wirklich eine Arena ist. Ich finde, Sie haben sich dafür geschlagen und trotzdem nicht alles angenommen wurde, so ist das Ihr Schicksal als Vertreter solcher Institutionen, für die Sie hier aufgetreten sind. Ich fand es aber sowohl inhaltlich wie vom Gestus her gut, wie Sie das eingebracht haben. Den anderen danke ich für die Schärfe Ihrer Argumentation. Ich vergebe keine Noten, das gehört sich nicht und ich täte auch nicht gut daran, aber eines möchte ich jenseits des Dankes noch erwähnen. Ich habe den Eindruck, und das hat Herr Klump auch, glaube ich, gut auf den Begriff gebracht, dass sich hier zwei Lager abzeichnen, bei denen eine Versöhnung schwierig erscheint. Einfach deshalb, weil die Industrie- und Wirtschaftsseite auf Zielsetzungen und Durchsetzbarkeiten beharrt und auf eigenem zum Teil besser Wissen, das nicht zu versöhnen ist mit den Ansprüchen der Zivilgesellschaft, die hier in dem Publikum auch sehr deutlich artikuliert wurden. Es gibt ein Grundbedürfnis, wie überhaupt bei der Beobachtung der sozialen Schere, es gibt ein Grundbedürfnis in der Bevölkerung nach sozialer Gerechtigkeit, nach Ausgleich und nach Beachtung von Selbstbestimmungsbedürfnissen und nach der Beachtung der wirklich gelebten Standards. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Lebensqualität, die wir spüren und die hier vertreten wird, weil sie gelebt wird, in ihren Berechnungen und nicht nur nach diesen eigenartigen Modellen, sondern in ihren Wirklichkeitsbeschreibungen gar nicht enthalten ist. Und ich würde Sie dringend bitten. Wie schwätzen Würstchen Makroökonomie? Wie schwätzen Würstchen Makroökonomie? Und ich würde Sie dringend bitten, soweit Sie ein Mandat auch gegenüber Ihren eigenen Instituten haben und Institutionen, diese Sorgen nicht nur wie in der Kirche als Schafssorgen zu behandeln, sondern als wirklichen Protest, der gewaltige Konsequenzen haben kann, anzunehmen. Wenn sich diese Unzufriedenheit weiter fortführt, wenn Sie erleben müssen, dass Menschen, die hier sitzen, nicht mehr zur Wahl gehen, dass sie ihre Glaubt, dass sie nicht mehr für glaubwürdig halten, dann werden Sie helfen, diese Gesellschaft zu spalten. Und ich glaube, Sie haben die Aufgabe, Ihren Institutionen gegenüber zu sagen, dass sich hier eine Form von Spaltung auftut, die schwer zu heilen ist. Das würde ich als dringliche Bitte Ihnen gegenüber formulieren. Und ich denke, die Unruhe im Publikum hat nicht klar gemacht, dass das Publikum unartig ist, sondern dass es zutiefst besorgt ist. Und diese Besorgnis sollten wir alle wahrnehmen. Ich danke auch Ihnen, dass Sie so harte und gute und zielgenaue Fragen gestellt haben und möchte Sie ermuntern, Ihren Protest in guter Form und in verständlicher Form beizubehalten und uns zu helfen, hier Änderungen herbeizuführen. Also ein TTIP in der Form zu verhindern und darauf zu achten, dass all die Schadstellen, die wir festgestellt haben, mindestens beseitigt werden. Dankeschön für Ihr Kommen und einen schönen Abend.